So, da sind wir wieder zur Zockerzone, Spiel Trine. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir starten im letzten Checkpoint. Bam! Hoffi, drück den Knopf. Du bist der Captain König, ey. Ich drück alles. Ja. Ah, nimmt er nicht, oder? Jetzt, ja. Ja, siehste. So, jetzt sind wir hier wieder. Also, die Leute, die die letzte epische Folge miterlebt haben, wissen, dass wir nicht weiter wissen. Und deswegen machen wir es wie immer. Der Plan, hat der vorhin nicht gut funktioniert, zugegebenermaßen, der Plan. Aber vielleicht sind das ja diese Seesterne oder diese Stachelbeeren, die da oben rumhängen. Vielleicht sind die ja erstmal weg. Oh. Stachelbeer-Alarm! Oh, wollen wir umbringen, oder? Jo. Oder ich kann dich hochzaubern, komm. Wo komm ich jetzt? Verbrechen wir das. Brechen meine Planke, das wäre cool gewesen. Das wäre cool gewesen, hätte man noch sagen können. Skill. Weil, tut uns leid, Leute, wir haben aber keinen Bock. Wir haben die Schnauze voll. Das ist so zappenduster mit diesem Game. Ja. Boah, also Kaufempfehlung, ganz klar. Für Ablehnt. Leute, die keinen Spaß haben am Spielen. Für Leute, die Gaming hassen. Tobi, greif zu. Nach Alarmstufe Rot. Beziehungsweise nee. Und Autobahnraser 3 oder was? Hast du jetzt vor kurzem den Bus-Simulator gekauft? Ah, wer hat die nicht? So. Ist besser als der zweite Teil, weil im zweiten Teil war kacke, die Schaltung war so scheiße. Ja, das ist völlig unrealistisch gewesen, ja. Und jeder dritten Bushaltestelle ist ein Penner zugestiegen, der einen vollgeschwallt hat und am Ende der Fahrt, wenn man die aufgepasst hat, hat er einen mit einer abgebrochenen Glasscherbe umgebracht. Wie es so üblich ist. Ja. Kannst du hier so eine scheiße Plattform bewegen? Wollen wir nicht einfach. Willkommen zum neuen Comsback. Wir haben gesagt, wir wollen was ändern. Aber hier ist die Änderung. Ah, nee, okay, das kann man lösen. Ich habe eine Idee. Auf jeden Fall. Wow, ich bin so klug. Was ist denn das denn? K-L-O-C-K-X. Was ist das? Das ist ein Stein. Das wird nichts bringen. Kannst du den in die Säure schmeißen? Kann man da drauf hüpfen? Weil wir haben. Ich hab's abgeklemmt. Hoffe, wir wollen fertig werden. Komm, hau das Ding ins Wasser. Ja, okay. Ja, aber jetzt natürlich immer noch. Soll ich mal davor irgendwie noch ein bisschen? Aber wieso. Jetzt noch mal einen. Du kannst mich rüberbringen. Ja, Hardcore, Leute. Ja, wir erzählen so ein bisschen. Und wir spielen das Spiel aber nur pro forma fertig. Komm, hüpf rauf. Ich mach's auf die übliche Art und Weise. Ja, also Hoffi hat sich Star Wars nur. auf die übliche Art und Weise. Hoffi hat sich Star Wars geholt. Und hat deswegen auch die Möglichkeit, mich da zu werben. Deswegen habe ich da jetzt mal 7 Tage Probe. Und ja. Ja, und jetzt nachdem die. Ich habe irgendwie mehr Bock mit dir jetzt. Sind. Ja, was verblüffend schnell ging am Ende doch. Also ich habe das Gefühl, dass ich alles runterladen musste. Ich habe ja sogar den Client runtergeladen. Während. Oh ja, jetzt muss ich mich anstrengen. Während ich hochgeladen habe, die Folge gestern, die Resi-Folge. Ah, hast du noch gut gezogen? Ich habe geschlafen. Achso. Und dann am Morgen war es fertig. Und ich war echt verwundert. Oh, hört es auf oder ist es wieder so ein unendlich Scheiß? So, dann ist so unendlich Scheiß. Lass mal sehen, wie geil das denn war. Ja, wir spielen echt gleich mal eine Runde. Und das Spiel. Star Wars? Nee, Star Wars sowieso. Wir können ja mal gleich mal gucken, wie es läuft, aber in der Anfangswelt habe ich auch schon ein bisschen Ruckler, also das ist nicht so geil Aufnahme. Aber das Timing passt nicht unten mit der Plattform, ne? Nee. Ich geh mal da oben drauf. Ja. Bist dabei? Sorry, ob ich das jetzt so. Ne, oh. Schade. Ach, was hat mich denn jetzt umgebracht? Das Säuremonster oder die Säure selbst? Ich würde auf den Gecko tippen. Boah, ich könnte so tun, das würde mich interessieren. So, weiter geht's. Ach, das muss ich ja schon. Oh, nee. Ich bin tot. Da, nee. Wo bist denn? Auf den Skipisten. Und. Jetzt. Ja, wir können mal mega. Warte. Oh, ich muss kämpfen. Kämpfe. Halt dir den Rücken frei, Hoffi. Warte. Weil diese Unendlichkeits-Heinis hatten wir ja schon mal, ne? Ich stell mich drauf, warte mal. Mach mal so ein. Oh, schade. Ah, hast du alles versucht? Was ist denn hier mit. Ach so, Hoffi, hier ist ein Hebel. Ach hier wäre so, der Hebel gewesen. Denn, ja, natürlich, der die macht die Plattform. Ach, da unten die Plattform, verdammt. Für irgendwas müssen sie ja sein. Die also Bitches. Noch ein Hebel, ne? Das ist noch ein Hebel. Mit Hebel wird das ja auch viel einfacher. Vielleicht haben wir auch bisher zig Hebel. Die halten sogar ein Weilchen, schau mal. Und jetzt? Was ist denn hier mit dem scheiß Plattförmchen da? Was du verarschst? Das hat ja voll lange nicht gehalten, ey. Also, so lange war es auch nicht weg. Und jetzt, och, nee. Okay, so, jetzt kann man es legitim lösen. Also, ist oben, ist doch alles da, ist doch alles da, hoffe ich. Ach so. Weil dann nicht alles da. Okay. Ja, ich bin tot. Achso, ich brauch's ja nicht. Komm, belebe mich wieder, bitte. Okay. Sei mal nicht so. Okay. Okay, jetzt muss man nur warten. Die kommen alleine wieder hoch. Der muss man nur einmal umlegen, scheinbar. Perfekt. Willst du hier oben die Orks mal holen? Dann können wir so tun, als. Nein.
Als würde uns das Spiel interessieren. Wir machen was jetzt? Soll ich? Ich kann hängen. Ich kann hängen, du kannst jumpen. Okay, warte. Und dann gucken wir uns mal an, wie das Timing ist. So, Kette aus und ab geht die Post. Wir wissen, was wir Land auf kommt. Jetzt trau dich. Ah, ist zu spät gewesen. Wär kein guter Tipp gewesen von mir. Ganz geil. Ach, schau mal, die Schleimmonster kommen nicht mehr. Stimmt, du hast sie alle vernichtet. Ich hab sie alle umgebracht. Ja, schade. Super. Ah, aber ist wieder hochgekommen. Cool. Dein Hühnchen. Oh nein! Oh, die Latte hat mich genagelt. Scheiße, jetzt muss ich wieder spielen, ey. Viel Spaß. Du weißt genau, dass das nicht. So, geschafft. Heftig. Wasser. Aber was für eine Suppe. Guck mal, da, lass mal runter. Das sieht ja fast aus wie in dieser Wasserflasche, die bei mir 5 Jahre unterm Bett lag. Ich hab den Stöpsel gezogen. Nee, ich hab den Hebel hier benutzt. Jetzt. Das ist mein Hebel. Erzähl mir doch nix. Aber wieso blenden es ja nach unten bei mir ein? Das ist doch voll bei mies, dir, ey. Was ist es bei für alle? Guck mal, wer ist das unter mir? Gemeinschaftsding, das ist generell immer dort. Ja, was bringt das denn jetzt? Da ist das Wasser abgelaufen. Ist da unten vielleicht ein Teestück oder so? Nee, ich geh mal. Das war meine Aufgabe, das Ding zu... Ach, wir sollen hier... Ach, das Blasen... Ach, ein Timer. Nein, das war's für heute. Folge vorbei. Das ist ein Hebel. Das ist derselbe Hebel für... Der funktioniert! Ach, links und rechts! Ja. Das ist der Hebel, das ist einmal der Hebel für ein und dasselbe. Das ist hier eine Schleuse. Wow. Eine Schleuse. Hm. Ist hier vielleicht irgendwo Wasser? Ach, da oben, ja, wir müssen Wasser holen. Kann das sein? Das ist so geil. Mach du mal. Komm, mach mal als Plattform, bleib mal mit. Dankeschön und weiter rechts dahin zur Bubble. Dreh dich. Weiter geht's, bring dich um irgendwie. Ja, wie soll ich denn die? Warte mal. Nee, warte, ich hab eine Idee. Ja. Komm. Hast du? Ja. Und weiter geht's. Hammer. Oh, kann man hier reinfallen? Nee, man läuft da. Ich finde aber jetzt die Fallen nur noch raus, indem ich reinspringe. Ah, das weißt du, warum mich das ein bisschen erinnert gerade? An ein Spiel, was richtig Spaß gemacht hat. Limbo. Ja. Das war ein Spiel. Ach toll, die One-Hit-Spinnen wieder. Ja, das sind One-Hit-Spinnen. Das ist mit der heftigsten Endgegner. Heftiger als die Endgegner quasi. Ja, das ist... Ich mag Spinnen ja sowieso nicht. Ja, wer mag die schon? Also... Das ist gut. Das ist gut. Eis ist echt die beste Waffe. Hausiplatz. Das macht doch mit am meisten Spaß von allem, ey. Ja. Die vereisten Spinnen kaputt hauen als Zauberer und als Assassinen zu vereisen. Oh ja, komm. Ich schieß auf die Spinnen. Oh. Oh! Sorry, ich komm nicht mehr hin. Oh. 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 Das war dieselbe Spinne. Ich hab's gerade angehört. Nee, die hat sich. Die ist ganz schön fit unterwegs. Die hat beschissen. Die hat einen Trainer. Cheat. Und lass uns ein LP von Back in Action machen. Check the Lines Back in Action. Kommt nicht in die Tüte. Oh. Oh, ich komm da nicht rüber alleine. Ich brauch tatsächlich deine... Nee. Dö, 4 Kisten. Es fällt ja auch noch runter, die Kiste. Du musst deine Kistentechnik noch perfektionieren. Ja, ich hab mal nicht so die Übung. Oh, das reicht doch schon. Das war ein Dreieck, aber... Ich hab das noch nicht mal ein Dreieck, weil dieser Und man Strich. Konnte, früher konnten wir noch solche Dreiecke machen. Da konnte man doch diese komische, wo man sich irgendwie ranhängen konnte. Ach ja, richtig, ja, genau, ja. Wo ich mich auch ranhängen konnte. Man konnte... Als Assassine und so, ja, ne? Ja. Boah, das kann ein Spiel nicht schlechter werden. Ja, es hat echt weggestrichen sogar noch von diesen paar Rollenspielelementen. Und wir hatten Ausrüstung gefunden früher. Also mich interessiert auch mal, was Leute so von Mass Effect halten. Ich habe Hobby ja schon davon erzählt. Ich will auch nicht spoilern, aber also wie geht's denn hier weiter jetzt? Ich muss ja gerade einen Großbrand im Aschenbecher bekämpfen. Hat gerade mehr Priorität als dieses Spiel. Okay. Ach, ich bin auch tot. Was soll ich? Bin gar nicht da. Sorry, Mann. Ja, dann. Ich mache mal ein Viereck. Ich mache einen rechten Winkel. Ja, irgendwas. Er muss erkennen, Planke oder was anderes. Aber dieser Unterschied groß. Ah, das war okay. Warte mal. Ne, die will ich löschen. Okay, das erkennt er als Planke. Da war ich aber auch langsam.
Sorry, Leute. Ja, also ich habe ja Mass Effect auch, ich fand es nicht so schlecht. Also ich habe dann jetzt mal... Ich habe nochmal Mass Effect... Das ist meine eigene Blödheit gerade. Ja, aber, ich bin auch etwas unmotiviert. Ist auch ganz schwer, sich hier noch zu motivieren. Ich habe Mass Effect 3 durchgespielt, hat auch alles schön Spaß gemacht. Dann hatte ich nochmal richtig Bock gehabt und habe nochmal Mass Effect 1 angefangen. Und dann habe ich mal wieder festgestellt, wie geil Mass Effect 1 eigentlich war im Vergleich zu diesem ganzen Mass Effect 2 und Mass Effect 3 Casual Gaming iPod-Style. Das ist ja auf dem Niveau im Vergleich dazu. Es ist ja echt... Oh, da habe ich eine Explosionsfässer, die auf den Kopf fallen. Und ich brenne auch. Kaboom! Ich brauche deine Hilfe jetzt tatsächlich. Ich brauche deine Hilfe, Mann. Ich komme ja nicht alleine weiter. Wenn ich hier das Zauberkarussell mache, dann geht das vielleicht. Das Zauberkarussell! Ja, schau doch mal. Ja, und Mass Effect 1 schockt ja richtig, das ist ein richtiges RPG, ist mir lange nicht mehr so bewusst gewesen. Und ich hatte auch wieder davon erzählt, dass es wegen Mass Effect 3 ja richtig Zunder gab in der Fangemeinde. Und ich wollte mal fragen, ob jemand von unseren Zuschauern das Spiel vielleicht auch zu Ende gespielt hat und ähnlich enttäuscht war. Ich fand das Ende jetzt nicht der Hammer, aber es hat mich gut berührt. Aber es gibt ja... da auf Facebook und auf Twitter richtig fette Aktionen. Warum versuche ich das denn überhaupt? Richtig fette Aktionen mit Unterschriften und Petitionen und BioWare verliert Aktien und also bei Social, hier bei den Foren von BioWare geht's richtig drunter und drüber. Und wollte ich mal fragen, ob ihr... Ich guck mir das hier einfach an und höre mir das an. Ich schau gerade Let's Play. Ob ihr ähnliche, ob eure Erfahrung ähnlich war oder ob ihr sagt, das ist halb so schlimm, weil insgesamt ist es ja immer noch ein gutes Spiel, ne? Weil die Bewertung bei Metacritic war ja auch teilweise bei 3,5 Punkten. Was halt, was ist das? Was ist das denn hier? Ah, okay, da kann ich eine Kiste draufstellen. Ja, und dann kommt das Ding. Oh, ich kann das Fass auslösen und dann. Wow, Timing! Alleine macht das Spiel richtig Spaß. Heftig, hoffe ich. Wie wär's, wenn wir das alleine spielen? Das habe ich tatsächlich vor kurzem irgendwo gelesen. Alleine sollte es mir Spaß machen. Ja, das hat mir auch schon mal überlegt, oder? Spekuliert, ja. Spekuliert. aber man kann sehen, wie es laufen könnte. Gleich kannst du damit mitspielen, hoffe ich. Mhm. Aber dann wird's wieder langweilig. Ja, mach mal. Hast du sonst noch irgendwas? Also, Mass Effect hast du jetzt... Ja, bin ich immer gespannt, was die Leute, ob das da eine Meinung gibt. Tarantino-Freak wird er doch bestimmt. Ja, ich weiß nicht, ob er schon durch ist. Bis dahin. Bis wir diese verkappelte Folge hier mal ausstrahlen. Ich lade die alle an einem Tag hoch. So. Das ist der totale Overkill. Haben wir 15 Views pro Folge. Von einer Person. Hast du meine Aktion gesehen? Ist gestorben, das war oder was? Most epic. Was sind das hier ich für hohe Seesterne da? Gefallen mir gar nicht. Oh, ein Gedicht, Digga! Ich will mal ein Gemälde. Lese es uns vor. Wie nur du. Und wir haben Levelaufstieg auch. Das hat nicht funktioniert. So, jetzt bauen wir mal hier den Typen aus. Hammer. Ist gut. Willst du nicht mal irgendwann deine Unsichtbarkeitstarnfähigkeit? Ja, genau. Wo niemand weiß, wie sie funktioniert. Aber wie soll das denn jetzt gehen ohne deine Hilfe? Ich bring mich jetzt um. Nee, ich geh dich holen. Hoffnungslos, ich bring mich um. Ich geh dich holen, Mann. Ja, toll. So, ich komme da ja schon mal nicht hoch. Mach das für mich jetzt nicht unbedingt einfacher. Jetzt kommst du doch hin. Ja, und dann stehe ich da drüben und darf die ganze Zeit rüber hüpfen. Wieso bin ich gerade gestorben, bitteschön? Ja, denken. Ja. Nee, weil dann zaubern kann ich da drüben ja eh nicht in Ruhe. Dann zauber doch, ja. Kannst du, was passiert dir, wenn du eine Kiste hinbaust? Wird die weggebumst von den Spikes? Aha. Ja, da kannst du dahin, da hast du ja vielleicht... Und gleich bei 3 ist ja. Dann stapeln die sich aber auch. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist Trine. Oh! Yeah? Aber hat einen Patch gezogen, ich bin da parallel online. 5! Okay. Amazing. Jetzt ist vorbei. Nee, oh, nee. Da hinten kommt vielleicht immer noch was. Ich lieg da mit Planken rüber. Danke. Da geh ich auch schon mal hin. Ist er noch mit? Ja, kann ich. Nee, die geht kaputt durch die Säure. Meinst du? Ja. Nee, doch. Säure ist doch kein Problem, oder? Du hast recht. Ich kann ja hier nochmal eine... Wenn ich es jetzt richtig time? Wenn das wenn nicht wäre. Kann man denn nicht jetzt sicher hinspringen? Versucht, aber es sieht nicht so aus.
Das ist aber doch so, obwohl es nicht so aussah. Guck. Nee, es ist auch. Einfach weiter! Jawohl, das ist schon der nächste Orb, jawohl! Was hab ich jetzt gemacht? Weiß es nicht, wo ist noch ich? Achte, man hat mal vielleicht dann diese Seesterne abgestellt. Oh nein, das ist ein Bösewicht. Och Mann, ich weiß auch nicht mehr, was ich jetzt sagen soll, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was, Hoffi, wie geht's dir so? Oh, was? Vorher hast du gerade mein Leben gerettet, nicht schlecht, Hoffi. Ja, was ich ganz cool fand, vor kurzem war ich am Bahnhof. Jetzt geht's los. Bahnhofsgeschichten. Also hast du wieder in der Mission gepennt, in der Bahnhofsmission und was richtig, war da? Richtig, das übliche also. Und dann war da so ein kleiner Junge, vielleicht so. Guck mal mit, Hoffi. Acht Millionen Jahre? Ne? Ja. Und ich war irgendwie richtig begeistert. Wie soll das denn gehen hier? Wie viel Fantasie der noch hatte, weil der lief da mit einem Stock rum, mit so einem verkackten Stock. Und ne? Hat gekämpft. Krumm und schief, genau. Hat das Ding als Maschinengewehr benutzt, hat das Teil als Lichtschwert benutzt und die Leute haben ihn natürlich auch ein bisschen angeguckt, weil er war direkt am Bahnhof halt, ne? Aber ich fand's nur knuffig. Was hältst du von meinem aus der Kindheit noch übernommenen Pistolengeräusch, was ich machen kann? Ist das ein gutes Pistolengeräusch? Mit Nachhalt, schau mal. Wir müssen auch noch sehen, wie der Stones jetzt setzt. Deine Hand so zur Pistole. Das haben wir. Das ach komm, jetzt schwebt mich mal darüber. Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel, ey. Was war das eigentlich hier? Hier ist Dankeschön. Komm. Nein, Mann. Schwebt mich darüber jetzt. Das ist so ein Short, sorry, Mann. Es ist eingebombt. So wird's immer oben rauf. Ja, oh, help you. Komm, ich kann das auch abnehmen hier, oder? Kannst du? Kannst du irgendwas nehmen da? Nein, natürlich nicht. Schau, das Spiel bei mir einfach noch. Es geht hier auch nicht weiter. Ah, ich habe eine Idee mit dem, ja, mit dem. Und am besten dann, wenn das noch am Tropfen ist. Oh nein. Und dann umleiten. Und dann umleiten. Ja, oh, ich habe das Problem gelöst, ey. Oh, Hilfe. Lebst du noch? Cool. Ja, geil. Haben wir doch prompt gelöst. Also ich muss sagen, diese ganze Kritik von uns ist völlig verfehlt. Oh, das ist doch ein super Spiel. Oh nein! Oh. Ist das ein Boss? Das ist der Endgegner jetzt, sag ich mal ganz hoffnungsvoll. Frau Blume! Achtung! Was ist denn jetzt los? Wir rutschen da erstmal nach rechts. Oh, das ist keine Säure tatsächlich, das ist einfach nur leuchtendes Zeug. Das ist ein Big Daddy da oder was? Das sieht cool aus. Ja, also ich werde jetzt nicht noch einmal sagen, ja, aber grafisch ist das Spiel geil! Nee, das können wir nicht, das haben wir jetzt nicht mehr. Das ist zu oft gesagt. Es ist immer noch richtig, aber es ist einfach jetzt abgedroschen. Niemand ein Sprachfehler, Punkt. Das Spiel ist hübsch, Punkt. Ja. Und das nervt. Genau. Punkt. Ja, du machst das, ich bleib jetzt hier Zauberer. Ich bin hier nur rum. Ja, schau mal, ich krieg hier nicht geeist, Digga, mit ihren Schildern. Mal von hinten. Kritische Treffer. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Da kommt wieder einer ins Bild gehüpft. Ja, den kommen hier einfach. Ey, wir haben noch den Hammer ausgebaut, Mann. Du musst den neuen Hammer nehmen. Na, ich bin eingekeilt zwischen den Säcken, aber hier in kleines, hässliches Ork-Gesicht. Das ist auch ein Ork, das sind das V hier. Orklings. So. Hammer werfen? Was ist ein Hammer werfen? Wir können beide den Hammer werfen. Ja, natürlich. Aber das ist doch das Schild. Also, ich muss den früher gewusst. Wechsel ich die Waffe? Hört ihr das? Es klingt, als würde. Wie hast du es gemacht? Achso, einfach nur, wenn man den erkürzt hat, okay. Aber der Hammer muss ja erstmal wieder zurückfliegen, der ist dann weg, bitte. Ja, ich sehe es, du hast recht. Ein Bummerhammer. So, der bleibt jetzt da liegen, muss ich mir holen? Ne, der kann man nicht. Wow. Jetzt geht's ab. Voller Hebel, direkt neben der Tür. Was ist da los? Ich werfe den Hammer rein. Erstmal den Sicherheitshammer vorwerfen. Was macht man so? Scheiß auf diesen fucking Orb, Mann. Okay. Nee, nimm ihn ruhig, sorry. Ich bin nur gerade so gut drauf. Nee. So. Kann ich mich irgendwo hoochziehen? So, und Nägelstöpsel oder ein Fass, was irgendwo festhängt. Ich seh's nicht. Was ist denn das hier für eine Säule? Wird die Zockerzone weiterkommen? Ja, was das würden wir mal in der nächsten Folge sehen. Komm mal her, oder? Ja, ich komm hin. Das wollen wir noch rausfinden in dieser Folge. Oh, ein Orb. Kommt man aber hier ran. Man sammelt nur Orbs, ey, Mann. Das ist das Einzige. Und dann Sammlergedichte, Mann. Oh. Und Sammlergemälde, die wir auch schon gesehen haben. Ja, aber die sind ja in Ordnung. Wir haben uns noch nicht mal gesehen. Wir haben uns gar nicht gesehen. Im Vergleich zu den Gedichten. Die Jäschen können sie nur gut sein. Sind die in Ordnung. Warte mal, soll ich mal da rüber gehen? Man kommt da nicht rüber. Ich baue dir Wasser und geh da rüber. Wie schafft man das alleine denn? Also, oh, da oben kann man was kaputt hauen. Ach ja. Da ist dann auch das Schwimmfass. Und wie kriegt man das drunter durch?
Kannst du jetzt was mit etwas Schmackes links und rechts da gegen diese Felsenwand hauen? Nein. Okay. Haus, schieß uns. Wir brauchen es doch nicht, du kannst mir auch eine Plattform bauen. Aber du willst es jetzt sehen, oder was? Ich sehen. Ich muss auf den Explosionsfall wechseln. Sorry, Leute. Und jetzt? Geht's tauchen? Kannst du das unter Wasser auch steuern? Hat Auftrieb, hat zu viel Auftrieb. Und jetzt? So, jetzt bauen wir so eine scheiß Plattform rechts. Schluss! Vielleicht sieht aber auch aus, als würdest du hier rein. Wenn du dich draufstellst, was passiert dann? Sinkt nicht ab. Und wenn ich von, auch noch aufkommst. Wenn ich von unten gegen. Und wenn ich eine Latte. Drauf. Nein, auf jetzt mal weiter hier. Ich hab keinen Bock. Da! Ach, das wird nichts mehr. Jetzt machen wir eine Latte auf der rechten Seite. Ja, ich hab auch. Okay. Oh? Oh. Was? Jawohl. Nee. Oh. Okay, dann nutzt du gleich. Ja, also das ist das erste Koop-Spiel, wo wir eine Empfehlung ausgeben. Was? Alleine spielen, ja. Zu zweit spielen. Nein. Vielleicht mit. Doch, also mit einem Feind. Bevor man Cobra 11 spielt. Mit jemandem, den ihr nicht mögt oder so. Dem wir das zumuten können. Das bringt dich mal irgendwie um. Ach, das ist, ich muss irgendwie hier saufen. Da kommen Gegner. Ach ja, jetzt bin ich Chef, ich super. Jetzt wurde ich zu dir rüber gebeamt. Ah, warte mal, hier ist ein Hebel. Nein. Ich schmeiß jetzt alles. Ja, doch, der Hebel ist zwar da. Ah, beam mich mal hoch. Beam mich hier mal hoch. Warte, ich will die alle da reinschmeißen. Stimmt, das ist der Insta-Death, ne? Die können ja alle nicht schwimmen. Die saufen alle. So. Nein, ich werd sauber! So. Da oben war nämlich irgendwas. Vielleicht ist da ja tatsächlich irgendwas von Signifikanz. Oh, guck mal, da läutet da auch schon so spektakulär. Ja. Ist das das Ende? Das Ende? Ist es hier vorbei? Was ist das denn? So, so. Leute, hier seht ihr, wir haben's endlich durch. Du, das ist aber so, als wäre es das Ende. Das ist das Ende. Spiel hat nicht mal Credits. Ich weiß auch nicht, was da los ist. War aber ein schönes Projekt. Hast du noch ein paar abschließende Worte? Nee. Nee, ich auch nicht. Das ist das Ende, oder? Nee, es gibt aber noch eine Folge. Ein, zwei Folgen, Leute. Lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Heute ist übrigens St. Patrick's Day. Ach, und ich habe nichts Grünes an. Deswegen habe ich... Ich habe vorhin in der Stadt einen Typen gesehen. Mit einer grünen Hose. Und ich dachte original einfach... Wer zieht denn so eine Hose an? Die sah so furchtbar aus. So aber eine grüne an Jeans. St. Patrick's Day? Und dann denke ich sogar noch so... Ja, wenn St. Patrick's Day wäre, wenn wir in den Staaten wohnen würden vielleicht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so ist. Ich dachte, der Typ ist einfach völlig geschmacks... Ja, grün geht gar nicht. Nee, nein, eine grüne Hose. Eine grüne Korthose oder was war das? Nee, so sah eher jeansmäßig aus. Furchtbar. Aber richtig ekelhaft, das ist so Moos-Grün. Moos. Ohne Moos nichts los. Okay, das war das Zeichen fürs Ende jetzt. Ja. Also, schaltet wieder ein, wenn es heißt, Hoffi und Stones spielen ein neues Projekt, weil dieses ja nun offiziell abgeschlossen ist. Zwinker, zwinker. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao.